Hallo Leute und willkommen zurück zu Warptorio, wo wir letztes Mal etwas eine längere Folge hatten. Aber wir haben es geschafft, hier unten violette Fläschchen, gelbe Fläschchen zu automatisieren. Die violetten sind noch nicht ganz so weit, dass hier auch alle Maschinen durchlaufen. Aber das heißt, wir können hier mal das so machen. Und das, was wir heute noch vorhaben, bevor wir auf den nächsten Planeten hüpfen, ist etwas Forschung. Hier auch die zweite Plattform. Und hier auf der Seite einen Pufferspeicher. Kupfer. Da kopieren wir einfach mal das. Ja, machen das so. Dann das wird abgeleitet. Stapelgreifarme. Habe ich hier nicht angefordert, das ist vielleicht etwas kurzsichtig von mir, aber das lässt sich hier ändern. Und dann hier hinten, da geht es dann ja raus. Das können wir eigentlich dann auch rot machen. Da geht's rein. Sehr gut. Und dann kopieren wir das Ganze mal. Gut, und dann machen wir doch die Spinne, die braucht einiges an Fläschchen. Dann so.
angeschlossen sind, dann funktioniert das. Wenn nicht, dann machen wir hier mal sowas ran. Und dann stellt sich die Frage, wo wir haben keine Fabrik für die Stapelgreifer mehr. Das könnte die Ursache sein. Dass da nichts vorwärts geht. Sobald wir das dann durch haben, dann können wir alles hier durchlaufen lassen. Hier auf dieser Seite ebenfalls. Und so wie es aussieht, ja, hier ist nicht mehr allzu viel drin. Die Kohle geht langsam aus. Denke ich, sobald wir da das Setup haben und die Speicher voll sind, dann können wir weiterziehen. Dann schließen wir hier noch den an. Da könnten wir ja Kohle durchbekommen. Einer fehlt hier noch. Gut. Machen wir das so. Bis das hier durchgehen dann. Aussortieren all das, was ich nicht brauche. Nun heißt es im Wesentlichen einfach warten, bis wir hier voll sind. Müssen wir uns an den für den Abbau Gedanken machen. Denn wir haben ja inzwischen einiges an Außenstellen. Nicht nur hier das Öl. Wir haben da unten auch ein Kupferfeld, das wir mit dem Zug rankarren, dann hier die Kupfer-Haarwasser-Plattform, da die Eisenerz-Plattform und dann hier Kohle und Stein. Ich
denke, das braucht noch ein bisschen, bis wir da im Keller voll sind. Und ich möchte das voll haben, denn wenn wir auf den nächsten Planeten springen, dann werden wir hier oben noch nicht gleich Eisen und Kupfer anschließen können. Drum dürfte es gut sein, da etwas auf Reserve zu haben, so dass unsere Produktion hier auf dieser Seite, aber vor allem auch hier unten, wo wir die Fläschchen machen, dass die nicht zum Erliegen kommt. Und so wie es aussieht, hapert es an den gelben Fläschchen. Die produzieren wir hier unten, aber fast auf vollem Tempo. So haben wir hier Motoren anlegen statt Stahl. Hier reinpacken. Langsam wird es Zeit, hier einzupacken, und wie ihr sehen könnt, habe ich hier die Miner schon alle abgebaut. Und jetzt sind wir nur noch dran zu warten, bis da auch das ganze Erz weggekarrt wird. In der Basis sieht es schon ziemlich gut aus, was den Erzvorrat anbelangt. Aber wenn dann hier alle Kisten leer sind, dann kann ich auch das Gleis zusammenpacken. Ich habe das Ölfeld schon eingepackt, das heißt, es ist nicht mehr allzu viel übrig, was wir einpacken müssen. Ja, es wird noch ein Zeitchen dauern, bis wir hier das Kupfererz weg haben. Und wir sind ja auch schon über 10 Stunden hier auf dem Planeten. Ich denke, wir können uns da mal was anderes anschauen. Ich denke aber, ich werde auch hier wiederum einfach von Planet zu Planet springen, bis sich etwas findet, was unseren Bedürfnissen entspricht, wo wir die nötigen Ressourcen vorhanden haben, und
auch das Ganze etwas grün aussieht, sodass die Verschmutzung nicht so rasant sich ausbreitet. Denn wenn wir Gleise legen müssen, um zusätzlich Erz ranzukarren, dann wollen wir auch ein Weilchen bleiben können und nicht schon nach ein, zwei Stunden alles wieder einpacken müssen. Das ist der Aufwand nicht wert. Also, ich sehe euch, wenn wir auf dem neuen Planeten ankommen. Das sieht nach einem einigermaßen brauchbaren Planeten aus. Wir haben hier gleich schon mal Kupfer und Eisen. Und unter der Basis, unter der Plattform haben wir Kohle und Stein. So gut, hier wunderbar, das ist angeschlossen. Das heißt, ich mache jetzt mal eine Runde, um hier in der Umgebung aufzuräumen. Und dann finden wir vielleicht auch zusätzliche Eisen- und Kupferfelder, welche wir mit der Bahn anschließen können. Oder wir können dies direkt anschließen. Da oben haben wir Öl und hier werden wir wahrscheinlich eine Landbrücke brauchen. Aber sieht zumindest so aus, als könnten wir mit diesem Planeten was anfangen. Auch auf längere Sicht. Insbesondere wenn wir hier etwas aufräumen, dann sollte das kein großes Problem sein. Also das mache ich mal bis zum nächsten Mal und dann schauen wir, wie unser Fortschritt dann aussieht. Also bis dann und tschüss!